Heute erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und damit hallo aus dem Stadion von Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Heute heißt es 1. FC Köln gegen den FC Bayern. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. So gehen es die Bayern also heute an. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen, da müssen sie nachrücken. Buschi, die Frage an dich, wie bewertest du die letzte Saison des FC? Ich würde sagen, die sind auf einem richtig guten Weg. Seit ein paar Jahren wird endlich auch in Köln ruhig und solide gearbeitet. Und das zahlt sich aus. Den Weg müssen sie weitergehen. Leiten wird diese Begegnung Harald Fimmler. Auf geht's, Köln hier mit dem Anstoß. Schauen wir mal, wie sie in die Partie kommen. Und Thiago. Vidal. Die Bayern im Vorwärtsgang. Robben. Tolle Flanke. Sehr gut pariert. Da wusste er ganz genau, wann er rauskommen muss. Starke Aktion vom Torhüter. Robben. Da schickt er den Mitspieler. Das gibt hier Abstoß. Die Chance. Den Ball hält er gut. Ecke für den 1. FC Köln. Jetzt ist der Ball weg. Das muss ein Elfmeter sein. Er macht das Tor. Guter Elfer. Super gemacht. Kein Anzeichen von Nervosität. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Jetzt geht's hier richtig los. 11 Minuten rum und das erste Tor ist gefallen. Rafinha. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Jetzt Alonso. Vorteil für den FC Bayern. Sicher vom Torwart. Gut gemacht.
Leonardo Bittencourt. Jetzt vielleicht mal die Kölner. Schöne Flanke. Flanke war ein bisschen schlampig, deshalb kein Problem für die Verteidigung. Er steht gut und hat den Ball. Und jetzt kommt Robben über den Flügel. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Anthony Modest. Da kommt der Pass auf außen. Sehr guter Einsatz. Und da verlieren sie den Ball. Neuer. Ribéry. Rafinha. Vidal. Köln ist am Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Jetzt Alonso. Vidal. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Nun Arjen Robben. Und Thiago. Da kann er ihn stoppen. Zoller. Anthony Modest. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Risse. Rudnevs. Sehr guter Einsatz von Mats Hummels. Ribéry. Vidal. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Lehmann. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Robben. Wird's jetzt gefährlich. Und Thiago. Und Ribéry. Sie haben den Ball. Zoller. Dominik Heinz. Lehmann. DFC hier in der Vorwärtsbewegung. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Lewandowski. Defensiv machen sie es gut. Risse. Vidal. Wird das eine Torchance? 3 Minuten gibt es noch zusätzlich in dieser Partie. Ganz einfach an den Ball gekommen. Leonardo Bittencourt. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Auswechslung beim FC.
Der zweite Durchgang läuft. Anstoß vorm FC Bayern. Da trennt er ihn vom Ball. Das könnte die Gelegenheit geben. Müller! Phänomenal! Ohne Worte! Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Jetzt steht es unentschieden. Das Spiel ist ausgeglichen. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Leonardo Bittencourt. Er spielt den Pass zurück. Gibt's jetzt die Gelegenheit? So hält man den Ball in den Ak- Höger! Da klatscht der Ball an den Pfosten. Und direkt zurückgespielt. Vidal. Und jetzt Vidal. Und jetzt Lewandowski. Die Bayern im Vorwärtsgang. Guter Ball, geht zu Arjen Robben. Und jetzt haben sie den Ball. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Thomas Müller jetzt. Vidal! Den hält er super. Es bleibt beim Unentschieden. Den hat er richtig gut abgewehrt. Hector. Jetzt vielleicht mal die Kölner. Den Zweikampf führt er sehr gut. Aus diesem Einwurf könnte sich... vielleicht eine Chance entwickeln. Der ist FC Köln hier im Angriff. Auf dem Flügel kommt der Ballbesitz. Da gibt er Freistoß. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Thomas Müller jetzt. Jetzt Alonso. Coman. Und Vidal. Vidal. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Jetzt die Bayern im Angriff. Und der Ball zu Müller. Leonardo Bittencourt. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Klasse Tackling. Und jetzt Vidal. Werfen wir mal einen Blick auf den Ballbesitz. Und wir erkennen, alles wirklich sehr ausgeglichen. Höger. Den Ball holt er sich. Er spielt den Steilpass. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt, der Gegner hat den Ball.
Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Sie kommen nicht durch, gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt liegt es vor allem an den kreativen Osako. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Lewandowski. Geht er rein? Da ist er drin. Und das war er. Der Lucky Punch. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Leonardo Bittencourt. Jetzt wird's gefährlich. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Lewandowski. Wieder ein guter Pass. Der Ball läuft gut heute. Klasse Passquote. Und da ist das Spiel vorbei. Der FC Bayern gewinnt diese Partie. Sie gewinnen zwar, aber das Ergebnis überrascht dann doch. Ja, wir hatten ein eindeutigeres Resultat erwartet. Aber das macht eben den Fußball aus, dass auch die Kleinen an einem guten Tag mithalten können. Wie hast du die Leistung von Xabi Alonso heute gesehen? Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende.